Hey Leute, willkommen zum nächsten Part. Hier sind wir die ganze Zeit eben gestorben. Und tun wir immer noch. Mal gucken, wie wir das jetzt geregelt bekommen. War nämlich echt nervig. Hier raus. Ja, kommen Sie. Oh fuck. Muss mit der Magie austricksen irgendwie. Gott! Er schlägt sich halt eiskalt an, Alter. Was für ein Wichser. Leute, 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 das wird nicht leicht, das wird nicht leicht. Digga. Ist hier noch irgendwo? Gammelt hier noch irgendwo, 100 Pro. Oh, perfekt, Alter. Helft mir! Genau über uns, okay. Von der Hof. Ach Gott. So. Da habe ich jetzt gar keinen Bock drauf. Du bist extrem spannend, Alter. Und Spaß. Obwohl es schon etwas älter ist, ist immer noch dennoch geil. Meter unter mir? 19 Meter unter mir. Kann nicht sein. Jetzt erstmal in den Keller. Jetzt erstmal in den Keller. Wir sollen es nicht hin. Zieh doch mal runter. Zieh doch irgendwo runter. Oder nicht? Hier. Interessant. Abgezogen, Digga. Der hat gerade deinen Schatz geraubt, mein Lieber. Hier wird also rumgebumst, oder was? Das Kaufhof einfach so entkommen. Wer weiß, was er jetzt anstellt.
stellen wird. Hyrem, der Lord Regent, wie er jetzt genannt werden will, vertraut. So, Kräfte. Warte mal. Was können wir denn machen? Tödlicher Schwarm. Ein Rattenschwarm, der andere angreift. Wir brauchen noch eine Rune. Verstärkungen. Machen wir das hier. Und danach machen wir Wirklichkeit. Auf die Sokolov-Geräte, die sich überall in der Stadt befinden. Ich bin mir nicht so sicher. Wenigstens ist das Mädchen an einem sicheren Ort. Meine zwei Besuche pro Woche erlauben. Gehen wir nach oben. So, dass ich es immer so aufstufe, aber ich habe irgendwie so einen Schleim heute. Scheibenholz, genau, im Hals. Sorry. Dafür. Ne? Er hat auch nichts für. Was ist das? Hat dich die Abriegelung gestern Nacht erwischt? 6 Stunden lang. Haben alles von oben bis unten durchsucht und hatten nichts außer der Brühe zu essen, die wir gratis verteilen. Natürlich haben wir nichts gefunden. Habe ich dir erzählt? So, tut mir jetzt aber leid. Nicht. Noch einmal. Martins Plan war, ihn aus dem Gefängnis von Coldridge zu befreien. Aber warum Corvo? Der Mann, der im ganzen Kaiserreich gefoltert ist. Er ist unfrünstig, wie alle sagen. Hinterließ eine Spur von Leichen, wie er der Axt ausgewichen ist. Wir können schwarze Magie nicht ausschließen. Er hatte... Das ist eine Rune noch. Aber wie weit geht das? Ich mache mir Sorgen um sie. Sie wird auftauchen. Meine Männer durchkämmen einen Bezirk nach dem anderen. Das arme Mädchen. Callista weiß... So, vergifte mindestens eines der beiden Laser im Besprechungszimmer. Warte darauf, dass Campbell und Corona das Besprechungszimmer betreten. Nicht tödlich. Mache Oberoffizier Campbell bewusstlos. So. Das ist ein optional, Kurunov, ich soll Kurunov beschützen, also muss ich Campbells Glas. Gift zu Campbells Glas schieben, Kurunov, die beiden Gläser miteinander, beide vergiften. Gift zu Campbell. Was versteckt in all dem Chaos gefunden? Wenn meine Aufseher etwas hören sollten, melde ich... Weggehen. Nein, nein. Damit gehen die Geschäfte gleich. Ich weiß nicht, wie das alles so unschön geworden ist. Ich auch nicht, ich auch nicht. Erst stirbt eine Hure und dann dies. Ein Wein, ein tyvianischer Roter. Danke. Nun zum Geschäft. Was ist Ihrer Meinung nach gestern Nacht passiert? Ganz ehrlich, ich weiß es nicht. Meine Männer, ihre Aufseher, einige professionelle Damen, vielleicht etwas zu viel Bier. Ein Streich mit einem entflohenen Huhn und 10 Minuten später gibt es in der Trevor's Alley nur noch Blut und Elend. Ich wünschte, ich wäre da gewesen.
Immer mit der Ruhe, mein Lieber. Mir geht es gut, Colonel. Hab sie den falschen Hals bekommen. Nun zu diesen Aufsehern. Die mindestens so schuldig sind wie meine Männer, wenn nicht noch mehr. Aber meine Aufseher haben einen Ruf zu verlieren. Ich kann ihnen nicht erlauben, sie... Oh, oh nein, das kann doch nicht wahr sein. Wer hat das getan? Keine Zeit, hören Sie zu. Sie müssen dem Lord... Ich werde mich jetzt beauftragen, das schwarze Buch zu verbrennen. Verstanden? Verbrennen! Das schwarze Buch, was meinen Sie? Sagen Sie, warnen Sie sie. Und dann möge die Seuche sie holen, sie unfähiger Dichtsnutz. Ja, ich würde sagen, du bist tot. Belastend. Wachen! Sofort hierher! Wo bist du? Wachen! Zu mir! Wollen die da hin? Halt! Ich seh dich! Echt? Jo, das ist belastend, ne? Wo sind die Aufseher hin? Sie warten mit ihren Hunden durch brusthohes Wasser. Gehen wir mal zu Samuel zurück, würde ich sagen. Ne? Hinterhof gehen. Dann gehen wir wieder zusammen, auf jeden Fall, Freunde. Ich habe den nächsten noch. Also, ich versuch's jetzt, dass ich 2 Videos am Tag hochlade. Also 14 Videos die Woche. Weil 7 Tage die Woche klappt schon ganz gut. Und jetzt kann man mal sagen, jetzt 14 Videos die Woche. Ich schwöre, ich habe nichts getan. Oh nein! Wie aus dem Nichts. Ohne sie wären wir beide tot. Das ist richtig. Wir stehen für immer in ihrer Schuld. Ich kann ihnen nicht genug danken. Ich muss meine Schwester in Sicherheit bringen. Doch vorher möchte ich ihnen noch danken. Es gibt einen Tresor in der Schlafbaracke. Mit der Kombination 2, 0, 3. Nehmen Sie, was Sie wollen. Und viel Glück. Schlafbaracke? Wo ist die denn? Egal, keine Lust. Machen wir nicht. Wir machen die Mission. Gut ist. Weil ich habe kaum noch Leben und das ist nicht vorteilhaft sonst. Alles klar, Digga. Alles klar, Digga. Oh nein, Digga. Was ist das denn für vier, Digga? Aber die ist schon belastend. Und dieses Wesen so hässlich. Oh fuck, Digga, voll erschrocken, Alter. Voll erschrocken. Oh nein! Boah, ich hab mich todeserschrocken gerade, Alter. Kein Spaß, Digga, ich hab mich übelst erschrocken. Ich bin erschrocken, Alter.
Boah, Digga. Ich hätte den Hund einfach null gesehen. Scheiß Herz, Alter. Komm jetzt rein. Hier ist noch einiges. Ich würde jetzt Trank oder sowas geben. Schlecht auf jeden Fall, ne? Das ist auch noch ein Knochenartefakt, aber wo? Ja, irgendwie müssen wir da hinkommen. Aber wie? Da kommen wir nicht ran. Ich habe zu wenig Leben, um da noch weiter... Oh, fuck you. Fuck you. Ja, komm, Alter. Ich hätte das nicht machen sollen. Scheiße. Ich hätte diese scheiße Fakte weglassen sollen, einfach die Story machen sollen. Bitte, sie ist meine Schwester. Sie ist keine Hexe, ich kenne sie. Sie kam wie aus dem Nichts. Ohne sie wären wir beide tot. Das ist richtig. Wir stehen für immer in ihrer Schuld. Ich kann ihnen nicht genug danken. Ich muss meine Schwester in Sicherheit bringen. Doch vorher möchte ich ihnen noch danken. Ja, das ist schön. Ich möchte weitergehen. Ja, ist richtig. Ja. Boah, Alter, ich hab so keinen Bock mehr. Ich brauch Leben. Gottes Willen, es ist so belastend. Bitte, sie ist meine Schwester. Sie ist keine Hexe, ich kenne sie. Aus dem Weg. Du willst... So. Ja, ich habe euch jetzt geholfen. Das freut mich. Das ist schön. Oh.
Spiel ist nicht so einfach, Leute. Oh fuck! Scheiße! Wir wissen, dass du hier bist. Nein! Nein! Granaten habt ihr. Wie? Digga, Leute, sorry, ich check das nicht. Ich check das wirklich nicht. Digga, das ist. Es ist viel zu schwer. Das. Bitte, bis meine Schwachen zu mir! Jetzt habe ich noch weniger Leben als vorher, ja. Boah, ist das nervig. Oh nein! Nein! Mach die Tür zu! Wo ist die Tür? Ja, leck mich am Arsch, Alter. Ich werde ganz viel schneiden müssen. Ich bin trotzdem am Arsch. Eine andere Möglichkeit irgendwie? Sehr belastend. Vor allem, dass man alles wieder einsammeln muss, ne? So. So, so, so. So, 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 so. So, so. So. So, so, so. So. So, 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 so.
Ups. War nicht meine Absicht. Ja, kein Bock mehr. So. Hey. Soweit ich gut. Weiß, hat Cambridge was ohne Fehler ausgelassen. Vielleicht sollte ich nicht urteilen, aber Männer des Glaubens sollten sich zügeln. Sind Sie bereit? Okay, los geht's. Und Lord Pendleton sind im Hof. Sie wollen ihm vermutlich gratulieren. Ja. Er lebt! Danke Ihnen, Corvo, danke. Mein Onkel ist ein guter Mensch. Eines Tages wird das beweisen. Okay. Hoffen wir es mal, ne? Hier. Sie sehen alle so komisch aus. Überzeugung gehandelt haben. Aber ich möchte Ihnen eine Belohnung geben. Ein Erbstück von einer meiner Tanten. Okay. 100 Münzen. Mann, war deine Tante arm. Sie sind alle korrekt. Wenn das funktioniert. Ich brauch Lebensmittel. Soll das bedeuten, Sie wissen nicht, wie man einen Knicks macht? Sir, bitte. Ich stand nie in den Diensten eines Edel. Das ist keine Entschuldigung. Sie müssen die korrekte Etikette lernen. Ich würde meinen, dass die Tochter einer Kaiserin mehr aushält, als Sie glauben. Geschafft. Sie haben Oberaufseher Campbell entgegen allen Erwartungen bezwungen. Ich wusste, dass Sie einzigartig sind, Corvo. Dadurch fügen wir dem Lordregenten großen Schaden zu. Und mit Martin verfügen wir über den besten Strategen überhaupt. Der Lordregent muss sich im Tower vor Angst in die Hosen machen. Ja, und nicht zu vergessen Campbells Tagebuch. Wir hoffen, in dessen verschlüsselten Seiten den Aufenthaltsort und Zustand von Emily Caldwin zu finden. Unsere ganze Bewegung ist sinnlos, wenn wir nicht die wahre Thronerbin einsetzen können. Das ist wohl richtig. Wir müssen rasch handeln. Zweifellos hält der Lordregent Emily gefangen, um sie preiszugeben. Und als Held und Retter aufzutreten, um seine Regentschaft zu festigen. Ja. Wenn er die junge Lady nicht bald präsentiert, wird es Grabenkämpfe zwischen den Edelleuten über die Nachfolge der Kaiserin geben. Ja, die Zeit läuft uns davon. Aber Sie sollten sich jetzt ausruhen, Corvo. Wir werden den Inhalt des Oberaufseher-Tagebuchs entschlüsseln und Ihnen später mitteilen. Runter. Es ist die Pflicht jeden Bürgers, verräterische Worte und Taten zu melden. Der Staat verlässt sich auf Sie. Hallo, Corvo. Martin wird bald zu uns stoßen. Ich weiß, keine schöne Art, Ihren Tag zu beginnen, aber die Diener haben gestern Nacht etwas gehört. Da war etwas in den Kanälen unter dem Haus. Vermutlich ein Weiner. Armer Kerl. Wenn die Seuche so weit ist, gibt es keine Rettung mehr. Dann bleibt nur noch eine schlurfende Hülle voller Krankheit und Insekten. Es wäre gut, wenn Sie nachschauen würden, um sicher zu sein, dass es keine neugierige Wache ist. Hier der Schlüssel für die Luken. Ich würde einen Diener darunter schicken, aber der würde sofort vor Angst sterben. Vielleicht kann Piero ein paar Betäubungsbolzen für Ihre Armbrust herstellen, wenn Sie ihm helfen wollen. Gut.
würde sagen, dann machen wir hier jetzt erstmal einen Cut, Leute. Und dann sehen wir uns beim nächsten Part. Haut rein. Ciao.